wenn Sie mal einer sehen mit so einem Au. Das ist mein Apotheker. Seine Frau ist auch in der Apotheke, nicht? Die ist dann aber Apothekerin. Muss man ja heutzutage sagen. Ne? Und die wäre so verrückt auf Katze, hätte 3 oder 4 Katze, ne? Hätte sich jetzt noch so besondere Katze gekauft, eine bengalische Katze. Habe ich gesagt, sind das die, die so gut brennen? Spaß macht, nicht? Ja. Nee, war Spaß. Kann schon mal Spaß machen, ne? Nee, jetzt, weil ich gesagt habe, man darf da nicht einfach nur Apotheker sein, das heißt dann Apothekerin. Nicht? Weil das wird in der Sprache gegendert. Also nicht geändert, nicht? Gegendert. Gendern käme aus dem Englischen und heißt schändern. Weißt du, hat das was mit Schande zu tun? Oder? Naja, wenn man eine Sprache verschandelt, wird die geschändert. Oder? Weißt du? Muss dann der Engländer wieder da in unserer Sprache, wir sagen ja auch nicht zum Engländer, los ab, mal beim Schwätzen die Zunge drin. Und damit man sich deutlich ausdrückt, müsste man noch einen Schrägstrich machen oder ein Sternchen, dass das Geschlecht zur Geltung kommt. Krankenschwesterin. Du klappt's jetzt nicht. Da geht's schon immer los. Schnapstrinkerin. Ja, kann man sich was so noch vorstellen. Ne? Bäckerin. Kann schon gleich sagen, es Hilde. Ne? Ja, bei den Hunden gibt es das ja auch. Gibt es ja eine Sie und ein Er. Ne? Warte, wer Sie, wer die Rüdin? Ne? Und er der Rüdiger. Ne? Wenn man zu Bernhard sagt, ist der Frado und der sagt, Herbert Kommo. Ne? Und dann weiß man, das Sternchen ist zu Hause. Ne? Das hat damals mit dem Doppelnamen hat das angefangen. Haben sie sich mit aller Gewalt in Schwierigkeiten gebracht. Ja, stell dir mal vor, sie heißt Schwarzer. Also schon vom Hause aus. Ne? So, jetzt heirat die jemand namens Moa. Jetzt heißt die Schwarzer Moa. Ja, die Frau wird doch in der heutigen Zeit geteert, gefettert und gegendert. Oder sie heißt Dreck und er Sack. Josephine Drecksack. Die kann den schönsten Vorname haben, das geht nicht gut. Da hilft kein Sternchen und kein Schrägstrich. Da spalten sich die Geister. Aber es ist immer bei der ganzen Studie, oder wie man das sagt.
Also nicht, also Studie hat, was jetzt war mal wie. Frauen, die Musik hören, sind die glücklicheren Kühe. Das sind so wissenschaftliche Behauptungen. Genau wie es Hilde neulich gefragt hat, was das da wäre mit der erneuerbaren Energie. Heißt das, dort die Solaranlage auf den Dächer? Wenn die anfangen, sich bezahlt zu machen, gehen sie kaputt, dann muss man sie erneuern. Da ist doch bei uns am Ortseingang, wissen Sie, wo man rausfahrt? War früher rechts die große Wiesefläche nicht, mit Apfelbäumen, Mirabellebäumen und Obstbäumen. Nicht. Und das ist jetzt eine einzige Solaranlage. Eine einzige schwarze Fläche. Sieht aus wie ein Friedhof, wo sie die Grabsteine umgelegt haben. Ja, irgendwann haben sie ein neutrales Klima, aber keine Natur mehr. Ich bin immer gespannt, was das noch gibt mit der Energiewende, wenn das plötzlich immer wendet. Muss doch nur ein schneebedeckter Winter kommen und es ist windstill. Ja, dann sind die Grüne aber dunkelgrün. Und dann rennen sie hektisch mit der Taschenlampe vor der Atomkraftwerke rum und suchen den Schalter. Und dann nützt es nichts, wenn die ganze elektrische E-Autos an die Tankstelle fahren. Können sie das Benzin so billig machen, wie sie wollen. Dort tun sich die Batterien entladen. Und die Gemüter tun sich aufladen. Meine maßgebliche Meinung. Ich kenne eine Familie, die sind da mit so einem elektrischen E-Auto, sind die für 2-3 Wochen in den Urlaub gefahren? Ja, die sind vor 4 Jahren fortgefahren. Nur weil vor 10 Jahren in Japan ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist, haben wir den Strom abgeschaltet. Der Japaner verbeugt sich vor uns nicht aus Höflichkeit, der krümmt sich vor Lache. Glaube dann Sie, dass wenn mir hier ein Tempolimit entführen, also Thema, sah nur Tempo 130, also unendlicher Grünstreife. Glaubst du, dass wenn mir hier in, wo sind wir, in Deutschland ein Tempolimit einführe, dass der Japaner kein Auto mehr fährt? Das ist jetzt mal logisch. Oder der Atommüll, der die Umwelt belastet. Auf der anderen Seite sagen sie, das zeigt dir 1000 Jahre Halle. Was dann jetzt? Oder die Plastikdeller, der da die Umwelt erschwere. So ein Plastikdeller halt doch vorne weg, was sagt man, 200-300 Jahre. Da stehen hier bei uns keine Bäume mehr. Da lädt der Teller immer noch im Wald. Wie hat früher die, wie hat sie geheißt, nicht Inge Meisel? Zara Leander. Wie hat die immer gesungen, davon geht die Welt nicht unter.